drücken wir die doch gleich mal in die Hand. Dann machen wir bitte wieder einen Spiegel draus. Wenn Shaori wieder auf dem Thron sitzt, wird sie das Blut hier im Thronsaal hoffentlich nicht entfernen lassen. So kann sie ihrem Volk den Wahnsinn des Krieges vor Augen führen. Er schüttelt den Kopf. Doch das kümmert mich nicht. Sobald ich den Spiegel wiederherstelle, werde ich erneut nicht mehr sein als ein tanzender Narr. Ach ja, stimmt. Da wird er ja wieder... seid ihr sicher? Er seufzt. Was ich will, spielt keine Rolle. Die Dinge müssen in Ordnung gebracht werden. Die Ordnung muss wiederhergestellt werden. Auch wenn ich dadurch wieder zum Narren werde. Obwohl seine Stimme fest klingt, könnt ihr doch eine Spur von Furcht in seinen Augen erkennen. Ein nobles Opfer. Ich hoffe, es wird von den anderen nicht vergessen, sobald das Königreich wiederhergestellt ist. Jetzt, da die Scherben hier im Thronraum vereint sind, kann ich mit dem Zauber beginnen, der den Spiegel reparieren wird, Entschuldigung. Ich danke euch, Elvin Hanar. Die Avariel stehen auf immer in eurer Schuld. War ich nicht. Ich grüße euch. Shaori steht in ihrer königlichen Pracht vor euch. Die Königin der Avariel wurde wieder in all ihrer Glorie hergestellt. An ihrer Seite ist der Narr, sein Blick ist leer und auf seinen Lippen spielt ein Lächeln. Sie lächelt euch wahr an. Ich muss euch danken. Ihr habt den Spiegel wiederhergestellt und den Zauber gebrochen, der uns hier festhielt. Meine Stadt ist an ihren rechtmäßigen Platz, unter den Bergen der verlorenen Gipfel, zurückgekehrt. Auf den Berg, oder? Unter dem Berg wart ihr doch bestimmt nie, oder? Die Veränderung in euren Gebaren ist ganz erstaunlich, eure Hoheit. Ich muss zugeben, dass es mir schwer fiel, mir euch als Königin vorzustellen. Die Königin nickt. Die Kraft des Spiegels sollte nicht unterschätzt werden. Ihr habt die Veränderungen gesehen, die ihr in meinem Königreich angerichtet habt. Bald muss ich zu meinem Volk zurückkehren. Es ist hier nicht mehr sicher für mich. Der Zauber, der mich vor Leid schützte, funktioniert nur im Thronsaal meines Palastes. Doch zuerst wollte ich noch sicher gehen, dass es euch gut geht. Außerdem wollte ich nochmals mit euch sprechen, damit ihr wisst, dass die widerwärtige Gestalt, in der ihr mich zuvor getroffen habt, nicht mein wahres Selbst gewesen ist. Okay, dann freut euch zu helfen. Sie lacht sanft. Es ist, als ob ein kleiner, verspielter Wind über die Felder tanzt. Ihr seid zu freundlich. Mein Volk ist der Ansicht, dass unsere flügellosen Vettern ziemlich rüpelhaft sind. Ich muss ihnen von eurem geziemten Verhalten berichten. Was ist mit dem Narren? Was geschieht jetzt mit ihm? Sie blickt zu dem Narren, der kichernd und sabbernd auf dem Boden sitzt. Ihre Augen sind voller Mitgefühl. Der Narr ist wieder, wie er einst gewesen ist. Er hat einen einfachen Verstand und ist nur fähig, primitive Gedanken zu fassen. Er wird die Dankbarkeit, die wir alle empfinden, niemals verstehen. Gute Nahrung, ein weiches Bett, mehr können wir ihm nicht bieten. Ich werde dafür sorgen, dass er das Beste bekommt, was verfügbar ist. Das ist alles, ihr wollt in diesem Zustand belassen. Wir können sonst nichts tun. Es war die Macht des Spiegels, die ihm diese große Weisheit gegeben hat. Und diese Macht war viel größer als meine eigene. Jetzt, da der Zauber gebrochen ist, ist er wieder derjenige, der er einst gewesen ist. Was sind die Bedürfnisse eines Mannes im Vergleich zu jenem eines ganzen Königreichs? Er hat ein großes Opfer gebracht, aber er weiß, dass es keine andere Wahl gab. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Gibt es eine Belohnung für meine Hilfe? Mit dem zerbrochenen Spiegel habt ihr bereits ein mächtiges Artefakt in eurem Besitz. Doch ich möchte euch ermahnen, es mit Bedacht einzusetzen. Ich hätte gedacht, das würde reichen. Okay, ich gehe da mal. Lebt wohl, gütiger Fremder. Wir Avariel trauen Fremden normalerweise nicht, doch ihr werdet immer bei uns willkommen sein, falls ihr jemals in unsere Heimat in den verlorenen Gipfeln kommt. Was? Wenn wir die Flügelelfen besuchen, schmeißen die vielleicht eine große Party? Die lieben Partys, die sind lustig. Vielleicht backen die uns auch einen Kuchen, Boss. Die lieben Kuchen. Natura hat einen verträumten Gesichtsausdruck.
Vielleicht können wir auf euer Angebot zurückkommen, wenn das alles hier vorbei ist. Ich würde es lieben, die Berge zu sehen. Sobald ihr die Höhle verlasst, kehre ich zu meinem Volk zurück. Ich danke euch erneut. Die Avariel in der Falle. Die 5 Bruchstücke des Spiegels wurden gefunden. Der Narr hat dafür gesorgt, dass das Königreich der Avariel seinen rechtmäßigen Platz in den Bergen der verlorenen Gipfel wieder einnehmen konnte. Zum Dank für eure Hilfe schenkte er euch den Spiegel, ein mächtiges, aber auch gefährliches magisches Artefakt. Ach, er hat mir den Spiegel geschenkt? Ich dachte, die Shaori hat es mir geschenkt. Die seltsame Stadt Shaoris Kette wurde an ihrem angestammten Platz wieder aufgebaut. Ihr habt einen magischen Spiegel gefunden. Hoffentlich kann euch dieses mächtige Artefakt gegen die Waldschiffes von Nutzen sein. Was kann ich denn damit machen? Allsehender Spiegel. Schwachsinn. Unsichtbares Sehen. Wahrer Blick. Naja. Achso, nee. Oh. Ethisches Anwesen. Ethisches Anwesen. Okay, das klingt doch auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Juhu! Oh. Die Stadt ist verschwunden? Man muss sich nur mal die Macht vorstellen, die nötig ist, um eine ganze Stadt zum Verschwinden zu bringen. Ja, frag mal David Copperfield. Der hat bestimmt auch so einen Spiegel. Willkommen. Wollt ihr über den dunklen Fluss überqueren? Niemand außer mir kann euch sicher ans andere Ufer führen. Wer immer es sonst versuchte, ist ertrunken und wurde fortgerissen. Ich muss den Fluss überqueren. Dann bin ich der Einzige, der euch helfen kann. Kein anderer Führer kann sicher durch die Strömungen des dunklen Flusses steuern. Wo wollt ihr hin? Okay. Insel Schiffes. Oh, kommt jetzt wieder diese unglaublich spannende Szene in dem Schiff über den Fluss? Nein. Okay, gut. Das wäre auch definitiv zu viel des Guten gewesen. Oh, wow. Ja, also hier haben wir eine Insel. Eine Insel mit 2 Bergen. Ja, lass. Es sind Duergas in der Nähe. Der Gestank ihres Schweißes hängt süßlich und schwer in der Luft. Ja gut, das hast du natürlich nur daran erkannt. Nicht etwa, dass wir hier gerade alle sehen. Duerga-Händler. Krieger. Was? Dahanna. Erstmal ein Händler. Schön, euch zu sehen. Der Duerga ist offenbar älter als die anderen Duergas hier. Als ihr euch nähert, hört er auf, in den Gegenständen zu kramen, die er um sich aufgeschichtet hat. Und wendet sich euch zu, um euch zu begrüßen. Ihr seid wohl von der Oberfläche, was? Ihr gehört zu diesem komischen Volk. Ihr seid doch ein Elf, nicht wahr? Ich kann mich erinnern, dass ich auf Angehörige eures Volkes gestoßen bin. Das muss vor 50... Nein, vor 60 Jahren gewesen sein. Seit damals habe ich aber keinen von euch mehr getroffen. Ich heiße Dwelfer und ich bin der Proviantmeister für die Expedition hier. Natürlich kümmere ich mich auch um den Handel und diese Dinge. Anders gesagt, wenn ihr was kaufen wollt, seid ihr bei mir genau richtig. Zeigt mir mal eure Vorräte. Aber sicher doch, wir schleppen das Zeug ohnehin nur zurück nach Hause und verkaufen es dort. Wenn ihr uns also hier etwas abkauft, müssen wir weniger schleppen. Ich glaube, das hast du falsch verstanden. Ich würde dir was verkaufen. Oh, ein immer voller Beutel. Also, den Händlerkompass brauchen wir wohl nicht mehr. Fallen entdecken. Ich bin schlau genug, ich krieg das hin. Ich schaff das. Boah, hier lauter Zauber. Ja, ich muss ja erstmal wieder richtig zur Kohle kommen. Erreiche? Wer weiß. Alles 10.000 hier, mein Gott. Soweit zum Thema, ob ich die 100.000 erwische. Wie es aussieht, habe ich schon fast die 200.000. Naja, egal. So.
verkauft er auch... Ach, schade. Menno. So. Und ich habe so einen noch gefunden. Sehr gut. Ja, aber der hatte ja nichts mehr, was für mich interessant war. Ja, dann rede ich doch mal mit der Hanna. Ja! Die Duerga mustert euch von oben bis unten, um eure Kampfstärke einzuschätzen und zu sehen, ob ihr eine Bedrohung darstellt. Sie kommt wohl zu der Ansicht, dass ihr keine akute Gefahr darstellt und entspannt sich etwas. Es kommen nicht viele auf diese Insel, erst recht nicht, wenn sie von der Oberfläche stammen, so wie ihr. Was wollt ihr hier? Kommt ihr als Freund oder Feind? Die sollte weniger rauchen, die hat eine etwas rauchige Stimme. Ich heiße Elvenana, ich bin nicht als Feind hier. Die Duerga entspannt sich sichtlich. Mustert euch aber immer noch. Dennoch. Aber noch immer sehr vorsichtig, mein Gott. Ich heiße Dahana. Ich bin die Anführerin der Expedition. Was macht ihr hier? Wir sind Schatzjäger. Vor zahlreichen Jahrhunderten herrschte auf der Insel ein mächtiger Duerga-Magier, der als Schöpfer bekannt war. Der Schöpfer ist vor langer Zeit verschwunden, hat jedoch einige Dinge zurückgelassen. Wir kommen hierher, um Rohmetall und Golemstücke aus den Ruinen des ehemaligen Turms des Schöpfers zu bergen. Ihr werdet überrascht zu erfahren, was der richtige Käufer für einen Arm aus reinem Adamantit zahlt. Adamantium wollte ich gerade sagen. Das ist mal wieder typisch. Die Duergas, die ewigen Plünderer, die von dem leben, was andere wegwerfen. Hütet eure Zunge, Drow. Das hier ist Duerga-Territorium. Eure Arroganz könnte euch mehr kosten, als ihr zahlen wollt. Beruhigt euch. Wir wollen ein paar Fragen stellen. Ich schätze, ich könnte ein paar Fragen beantworten. Das wird schon nicht schaden. Die Golems des Schöpfers auf der Insel werden euch wohl nichts verraten. Sie lächelt kurz über ihren eigenen Witz. Egal. Was macht ihr hier? Wir sind Schatzjäger. Achso, das hatten wir ja schon. Ja, ja. Nein! Also, erzählt mir von dem Schöpfer. Was ich über den Schöpfer weiß, kommt aus den Mythen und Legenden. Man sagt, er wäre ein mächtiger Duerga-Hexenmeister gewesen, der sich auf die Insel zurückgezogen hat, um seine Forschung in Ruhe zu betreiben. Seine Spezialität war die Herstellung von Golems. Die Legenden sagen, er hätte einen Weg gefunden, seinen Konstrukten Intelligenz und freien Willen zu geben. Die Golems, auf die wir bisher getroffen sind, kamen mir jedoch recht ungewöhnlich vor. Was ist mit ihm geschehen? Das weiß keiner. Er ist vor 500 Jahren verschwunden. Die meisten Leute vertreten die These, dass er von einer seiner eigenen Schöpfung getötet wurde. Von einem intelligenten Golem mit eigenem Willen. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Die Golems, auf die wir bisher getroffen sind, kamen mir allerdings nicht besonders klug vor. Aber verdammt zäh. Eigentlich müsstet ihr doch inzwischen alle Golems erledigt haben. Sie schüttelt den Kopf. Das ist leider nicht möglich. Es gibt da so eine Art Reparatur-Golem, der alle Golems, die wir erledigen, repariert oder neu baut. Wir haben versucht, ihn zu töten, aber er verfügt über verschiedene magische Verteidigungsmöglichkeiten. Jedes Mal, wenn wir angreifen, teleportiert er sich davon. Das verdammte Ding macht uns unsere Aufgabe wesentlich schwerer. Na, ich hätte noch eine andere Frage. Ich schätze... Ja gut, okay. Erzählt mir von den Golems. Über die Insel her. Nun, die Insel wurde nach dem uralten Duerga benannt, der seine Festung hier vor mehreren Jahrhunderten errichtet hat. Man sagt, der Schöpfer sei hierher gekommen, damit er in Ruhe an der Perfektionierung seiner Golems arbeiten kann. Die Geschichten müssen zumindest teilweise wahr sein. Im Norden sind ein paar Ruinen, die vermutlich das Labor des Schöpfers waren. Doch es ist nur das Gewölbe übrig. Und dann sind da natürlich noch die Golems. Erzähl mir von den Golems. Das Gewölbe am nördlichen Ende der Insel wimmelt nur so von Golems. Zumindest das oberste Stockwerk. Wir wagen uns nicht tiefer. Wir vermuten, es handelt sich um die Wächter, die vom Schöpfer zurückgelassen wurden. Er muss sie wohl gebaut haben, um die Insel vor Dieben und Plünderern zu schützen. Sie wirkt entnervt. Sie machen ihre Arbeit auch verdammt gut. Wir haben auf unseren Expeditionen schon etliche Duergas verloren. Na gut. Andere Fragen? Hier, wo war das denn? Hier, ich suche nach Verbündeten gegen die Walcheres. Sie nickt nachdenklich. Die Walcheres. Ich habe von ihr gehört. Sie ist eine der Mutteroberinnen der Drow, oder?
Sie hat sich in letzter Zeit einen Namen gemacht. Ich habe gehört, dass sie die Oberfläche angreift. Deswegen wollt ihr sie wohl aufhalten. Doch hier werdet ihr keine Hilfe gegen sie finden. Wenn die Drow uns in Ruhe lassen, lassen wir die Drow in Ruhe. Ja, super. Irgendwann wird die Walcheres ihre Armee auch gegen die Duergas schicken. Dahana zuckt die Achsel. Vielleicht, aber die Walcheres ist nicht die erste Drow, die zu meiner Zeit zu einer prachtvollen Position aufgestiegen ist. Die meisten werden gestürzt, bevor sie uns Duergas zuwenden können. Na gut, dann werde ich mal gehen. Ihr könnt kommen und gehen, wie ihr wollt, Oberweltler. Ihr seid uns keine Rechenschaft schuldig. Das hast du gut erkannt. Schade, ich dachte, ich kann hier jetzt noch ein paar Grauzwerge mit Saren, rekrutieren. Tretet sachte auf. Fußschritte hallen hier sehr stark und können andere auf uns aufmerksam machen. Saren? Wer ist denn Saren? Kenn ich Saren? Ja, wir wollen ja nicht, dass die Grauzwerge uns hören. Uha. Soll hier nicht irgendwo ein... Also die Insel scheint auch nicht sehr groß zu sein, aber ich sehe jetzt auch nirgendwo großartig jetzt... Ach, hier sind Ruinen, okay. Ich wollte sagen, die Ruinen sollen hier ja irgendwo sein. Gewölbeeingang, okay. Aber ich sehe mich erstmal kurz noch ein bisschen mehr um. Hier ist natürlich das Lager, ist klar. Ja, ist klar. Ich will nur gucken, dass ich hier nichts verpasse. Vielleicht noch einen anderen Eingang oder so. Ja. Da ist auch nichts. Keine Truhen, keine Fässer, keine... Was weiß ich? Freiliegenden Schätze, nix. Okay, dann kann ich ja mal... Dann gehe ich mal ins Gewölbe. Okay. Insel des Schöpfers. Obere Ruinen. Okay. Boss! Ja? Die Kids wissen nicht viel über Golems. Sie werden von Magiern geschaffen, richtig? Das habe ich jedenfalls so gehört. Sind das jetzt Lebewesen, so wie Deacon? Müssen die auch essen und schlafen und sowas? Haben die Hunger? Wollen die bestimmte Sachen? Ich weiß nicht, vielleicht. Deacon nickt und wägt eure Antwort ab. Deacon glauben, wir haben recht. Vielleicht. Deacon glauben nur, wenn Golems denken und fühlen können oder sowas, dann müssten sie doch auch traurig sein. Seit ihr Meister und Schöpfer weg sein. Vielleicht hängen sie fest. Mächtig sauer sein. Vielleicht. Wenn Deacon ein Golem wären und dauernd kämen irgendwelche Zwerge die Teile von Deacon abschrauben, also dann wären Deacon wirklich wütend. Gelangweilt vor allem, aber auch wütend. Dann seid froh, dass ihr kein Golem seid. Allerdings! Auch wenn es Spaß machen könnte, aus Holz zu sein. Oder Gold sogar. Dann wären Deacon richtig wertvoll. Ihr würden doch mal in Stein verwandeln, Boss. Vielleicht sein das Gleiche? Wie fühlt man sich als Stein? Du warst doch selber zu Stein. Ja, okay. Ich hab nicht so viel. Weil ein Stein ist vielleicht gewöhnt sein. Vielleicht sein Golem ja gewöhnt an oder ausgeschaltet zu werden. Zu existieren oder nicht zu existieren. Vielleicht denken Steingolem ja genauso. Vielleicht. Wenn wir einen treffen, können wir ihn ja fragen. Oh, könnten wir? Das wäre eine großartige Idee, Boss. Ja. Es gibt garantiert keine bessere Idee. Ihr habt auf der Insel eine Gruppe Duergas entdeckt. Aber wenn ihr etwas über den Schöpfer oder seine Golems erfahren wollt, müsst ihr die Überreste seines Gewölbes erkunden. Ja, das machen wir ja gerade. Leise. Das werdet ihr bedanken. Immun gegen Magie. Macht nix. Hast du mich verlangsamt? Sack. Die verschwinden ja gar nicht. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Alles klar. Die verschwinden gar nicht. Oh, eine Leiche. Der Auflöser.
Mein Stahl wird treffen. Ja. Na gut, wir müssen dann wohl durch, wa? Toll, ich krieg am meisten abgezogen. Saubande. Sowas. Das war gemein. So. Habt ihr einen Augenblick Zeit? Ich müsste euch etwas sagen. Jetzt? Na gut, okay. Da ist etwas, das ihr über mich wissen solltet. Ich wollte es vorher nicht sagen, da ich euch kaum kannte. Aber nun, da wir zusammenarbeiten, habt ihr das Recht, es zu erfahren. Oje. Wie ihr vielleicht gehört habt, war ich eine Assassine, bevor ich der Seherin diente. Ein normaler Beruf bei den Drow. Aber ich war keine gewöhnliche Meuchelmörderin. Ich war eine der Roten Schwestern. Die Roten Schwestern, na klar. Das, ja, klar. Die Roten Schwestern sind eine Elitegruppe von Assassinen, die im Dienste der Walcheres stehen. Ach, wie jetzt? Ihr habt für unseren Feind gearbeitet? Das tat ich, aber diese Zeiten sind nun vorbei. Die Seherin hat mir einen besseren Weg gezeigt und ich bin jetzt eine Anhängerin Elistres. Na, dann bin ich aber froh. Meine Kenntnisse über die Walcheres haben sich für die Seherin und ihre Anhänger als äußerst nützlich erwiesen. Und darüber bin ich froh. Aber aufgrund meiner Vergangenheit zweifeln einige immer noch an meiner Integrität. Na sowas. Ich vertraue euch. Die Drow lächelt. Wirklich? Ich hatte Angst, dass ihr nicht mehr mit mir zusammenarbeiten wollt, wenn ich euch von meiner Vergangenheit erzähle. Ihr werdet nicht der Erste. Die Drow seufzt erleichtert. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben, Elvin. Jetzt, da ihr die Wahrheit über meine Vergangenheit kennt, können wir uns ganz darauf konzentrieren, die Walcheres aufzuhalten. Danke. Jo, kein Ding. Halt mich durch. Die liegen ja immer noch hier. Deswegen hat man wahrscheinlich auch ein Problem. Die sollen ja immer wieder repariert werden von diesem komischen Reparaturgolem. Lehmgolem! Mach dich fertig! Haha! So, was hier drin? Die kenne ich auch noch zu. Oh ja. So, so! Immun gegen Magie, ja? Das wollen wir doch mal sehen! So, so! Immun gegen Magie, ja? Das wollen wir doch mal sehen! So, Schluss jetzt hier. Tödliche Rüstung, Fußangeln. Das göttliche Gunst. Nein, okay. Blaues Pulver. Okay, das blaue Pulver brauche ich bestimmt. Es ist voll irritierend, wenn die Knie hier noch überliegen bleiben. So, Moment, hier ist eine Ecke. Falle? Keine Falle. So, so! So, was gibt's denn? Steingolem! Was für ein Knall? Horatius-Knall. Horizikaus. Achso, den hatten wir ja schon. Was ist das denn? Ein magischer Kristall. Auch wieder wichtig aus und er kann gar nichts. Okay. Mein Sch. Das werdet ihr bedauern. Was gibt's denn hier drin? Oh. Ein bisschen was
eine Bücherei. Heilertasche plus 6. Ah. Feueropal, Monster der Herbeizauber. Mein Stahl wird treffen. Ein Bücherregal. Lexikon Arcana. Aha. Schriften des Erschaffenen. Des Erschaffenen oder des Erschaffenden? Mal gleich nochmal gucken. Erstmal wird hier alles ausgeräumt. Säurebombe. Habe ich die noch nicht? Nein. Anscheinend nicht. So. Tarnung. Okay. Goldenes Zepter. Sieht auch wichtig aus. Irgendeine Hexerei hat meinen Angriff abgewehrt. So, ich habe hier ein paar Bücher. Schriften des Erschaffenen. Aha. Okay, Lexikon Arcana. Hier scheint es sich um eine Art Wörterbuch für Arkane, alte arkane Sprachen zu handeln. Ich habe mich dazu entschlossen, die Sprache der... Was? Unurakil für die Spezialgolem zu verwenden. Ich muss nur daran denken, dass sie mich an die richtigen Nummern erinnern, weil sie diese zur Wartung benötigen. Momentan brauche ich nur die folgenden Worte. Omun 0, Arthas 1, Kinthas 2, Ibon 3, Testi 4, Synth 5, Kali 6, Lass 7, Urvil 8, Zand 9. Gut, das war doch super. Jetzt konnten wir mal in einer anderen Sprache zählen. Schriften des Erschaffen, des Erschaffenen. Es scheint sich um ein Handbuch zu handeln, das sich mit der Erschaffung und Wartung von Golems befasst. Die Golems, die er erschaffen hat, sind wie Kinder. Doch wie alle Kinder muss man sie von Zeit zu Zeit bestrafen. Es gibt mehrere Gegenstände, die den klugen... Was war das? Oh. Da ist der, da ist der... Plünderer Golem, oder... Ah, Feinde, zerstören, geht weg! Der hat den gerade wieder lebendig gemacht. So, so. Ja. Es gibt mehrere Gegenstände, die den klugen Magier ermöglichen, die Kontrolle über seine Schöpfungen zu bewahren. Eine Mithril-Statue, die man mit zwei Teilen blauen Pulvers kombiniert, ergibt einen Golem-Schmetterer. Kombiniert man ein goldenes Zepter mit einem Teil blauen Pulvers und einem Teil gelben Pulvers, erhält man einen Golem-Fresser. Um einen Golem-Locker herzustellen, nimmt man einen magischen Kristall und kombiniert ihn mit einem Teil blauen Pulver und einem Teil roten Pulver. Mit Hilfe dieser drei Gegenstände könnt ihr die Kontrolle über eure Golems bewahren und sie daran hindern, sich jemals gegen euch zu wenden. Alsigard, der Schöpfer. Was? Alter, du Arsch. Okay. Also diese komischen... Also diesen Kristall und das Zepter, das... Mein Stahl wird treffen. Los. Das werdet ihr bedauern. So. Bleib liegen. Ich hab zu tun. Okay, hier gibt's eine Falle. Wir wollen nur noch warten, bis ich wieder ruhig bin. So. Gleich mal entschärfen. Was gibt's denn hier drin? Aha. Hier gibt es unterschiedlich farbiges Pulver. Gelb und Rot. Gelb, Rot und Blau. War ja irgendwas, was ich brauchte. Jetzt habe ich doch schon wieder was gehört. Alter, dieser... Das werdet ihr bedauern. So,
werde ich ja nie fertig. Meine Güte. Na gut, aber so gibt es immerhin ganz, ganz viel Erfahrung.